Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße recht herzlich zur World of Chell, zur Pro-EM Folge 14. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe bis jetzt eine schöne Zeit gehabt. Und dann starten wir mal los mit unserer Pro-EM. Wir haben ja in der letzten Folge gesehen, wir haben ein Overtime-Spiel gehabt. Wir haben mit einem Tor noch gewonnen. Roberto Das war Luongo, ziemlich respected by all, zach. Johnny Gaudreau is one of the NHL's elite playmakers. Und ja, schauen wir mal, ob wir da uns jetzt leichter tun. Mittwoch heißt Flügel spielen. Ich schätze mal eh fast Flügel. Ich glaube schon, sonst müssten sie in die Kommentare reinschreiben. Ich habe es noch mal gewusst, ich war es ziemlich am Anfang, habe ich es einmal gesagt. Wir spielen Flügel. Ich weiß, wir hätten da nur passen, hätten Anpassungen machen können, die was ich jetzt leider vergessen habe. Ich hoffe, dass ich nach, wenn ich nach der Aufnahme bin, dass ich da drüber denke, oder nach dem Spiel, dass ich da drüber denke, dass man das einstellt. Ist NHL 19 eher mehr auf Xbox oder auf PlayStation? Also heute mal meine Frage, was ich so in die Abonnentenrunde schmeiß. Jetzt muss ich mich wieder neu orientieren, wer gut mit mir spielt. Okay. Der mit der schwarzen Hose und der mit der Ja, was spielst du so bei NHL? Spielst du nur die schnellen Spiele oder spielst du es ab das Pro-EM oder was spielst du so welche Modis? Das würde mich interessieren. Und vor allem, wenn du so Saison spielst, mit welcher Mannschaft spielst du es und wo liegt es mit der Mannschaft? Das würde mich auch so interessieren. Ich weiß, Fragen über Fragen. Ich glaube, das ist Berufsrisiko. Ich sitze hier mal auf meiner Lastung und dann frage mich, was spielen so meine Abonnenten? Nein, nein, ist okay, weil ich nicht möglich. Jawohl, zweites Tor. Diesmal geht es jetzt zack, zack dahin. Spielt auch einer vorhin einen Goalie-Mode. Vielleicht hat er ein paar so Tipps für mich. Er darf mich schon interessieren, aber ich bin quasi ein guter Goalie. Wir müssen hier mal echt mal von Platte den Goalie-Mode anschauen. Das ist das Einzige, was ich mir bis jetzt noch nicht angeschaut habe. Den Pro-EM, den Franchise-Mode schaue ich immer vorher mal, die Eishockey-Schule immer vorher mal geschaut. Ja, schauen, vielleicht zerschießt jetzt der HP-Tor. Ja, der HP-Spieler schießt das Tor. Zack, bumm. Mit dem Schutz, das Bier Pro, das hat mich schon für also ein Projekt für meinen YouTube-Kanal, das hat mich schon reizen, aber es ist halt bei mir die Zeit. Ich muss jetzt dann schon langsam wieder anfangen, weit vorproduzieren für meinen Urlaub.
So. Aber ich glaube, wenn wir jetzt nicht scheiße spielt, dann müssen wir das Ding eigentlich rocken. Drei Tore. Uli Hippa, gut. Ah, das ist ja gar nicht mein Mitspieler. Der in der roten Hosen, habe ich gesagt. Rot und schwarze Hosen, die sind meine zwei Mitspieler. Ja. Abgefälschtes Abrollertor. Na, Abrollertor, so was muss. Zu dem Zeitpunkt, genau, Queen Cover zu sehen, also die, was auf die Apo League warten, auf die Abonnenten League, also wir suchen neue Mitspieler. Wir suchen neue Mitspieler und ich habe mich eigentlich letzte Woche am Freitag im Stream, was er dafür hält, dass wir zwei skandinavische Mannschaften aufnehmen in die Apo League. Dass wir ein bisschen eine Mischung zusammenbringen einmal, also aus den Ligen. Und wir wissen jetzt, die Most Wanted Warriors, wissen wir ja, dass die Apo-Liga 2 sind. Aber die warten, bis die Apo Liga 2 in der Apo Liga 2 können die spielen. Keine Angst, die Apo Liga 2 wäre kein Projekt von mir. Ich sag jetzt gerade, also die müssen jetzt schon die nächsten NHL-Teile dann besser werden, dass man dazu holt. So. Nein, mal indem sie denkt, nehmen wir jetzt was, also falls wir noch keine Mitspieler finden, die was selber einen Teamvorschlag machen, dann nehmen wir eben zwei skandinavische Mannschaften auf. Im Moment braucht mir halt der Franchise-Mode richtig Spaß, vor allem wenn ich mit meiner Hauptmannschaft spiele. Also es könnte sich auch richten, sobald das erste Schnee fällt, werde ich wahrscheinlich mit Steep live gehen. Step Steep. Ja, so irgendwie spricht man es aus.
wenn man so, so live geht, dann kann man uns ja mal treffen, miteinander auf dem Berg, auf dem Verschneiten. Hat man miteinander ein rundes Snowboarden, Plätzchen machen, keine Ahnung. Weil für Red Dead Revenge wird es dann auch so Online-Videos geben. Wenn ich mit meinen Kumpels durch die Wüste reite. Da kann man auch live geben. Witz, witz. Das bringen wir schon. Das Ding bringen wir schon. War jetzt cool, kein Gegentor kassieren. Vielleicht hat er gesagt, kriegt man da mehr Punkte. Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Ja, Sieg. Super. Gefällt mir. So kannst du doch weiterlaufen. So kannst du doch weiterlaufen. zwölf Schüsse, kein Check haben wir gehabt, 7 Bullis haben wir gewonnen, die anderen haben Öfe gewonnen, ja, passt eh gut. Ja, ich bin auf Rang 2. Passt mir auch ganz gut. Roberto. Passt mal ganz gut. Schauen wir mal, vielleicht können wir uns da anpassen, glaube ich, wo das ist, oder? Feldspieler anpassen. Ah, okay, Handschuh. Nimm mal dir. Es darf auf die Form nichts geben. Ich habe da gerade mal ein bisschen miteinander experimentiert. Aber ich glaube, das sage ja euer Video dazu. Ah, mein Schläger Kräuti. Achso, das war gerade. Das war jetzt der. Na, ich kräut mal den. Wie kalt man den? Und die Schlittschuhe auch. Achso, das sind die. Ach, richtige Wikinger brauchen keinen Schutz. Achso, das ist noch gespart. Okay. Ich kann das schon wieder einen auf Johnny B. Cool machen. Dann Kleidung. Gehen wir mal schnell durch. Jetzt, wenn wir schon da drin sind. Schauen wir uns mal an. Was haben wir denn da? Also, das ist noch gespart. Oh weh. Das war ja. Schauen wir, haben wir NHL Abos frei? Na, ich warte, ehrlich gesagt, wenn, dann warte ich entweder auf dies. Oder auf dies, war cool. Oder auf die Colorado Hurricanes.
Oder für den Bloody zu ehren, die LA Kings. Cool, aber wir bleiben da. Winnipeg Jets. Hoodies. Adidas. Schauen wir uns einmal an. Vielleicht ist ja da was Lässiges dabei. Ja, wenn dann da die Song, den dann haben wir die. Also, der. Jetzt kann ich auswählen. Okay. Egal. Egal. Jacken brauchen wir keine. Auswärts. Können wir da was anderes? Trikots. NHL-Trikots. Buffalo. Vancouver. Was haben wir da? Da haben wir noch gar nichts frei. Das war richtig ein cooles. Und das müssen wir mal überlegen. Aber ist eh noch nicht frei. Dabei bleiben wir nur bei den alten, bewährten Mützen. Ah, normal noch was. Ja, ich weiß, ich bin da ein bisschen atrubitassen, weil ich da nie nachschaue. Bin da ein bisschen atrubitassen. Aber jetzt könnt ihr mir mal reinschreiben, ob ihr da so Wünsche habt, was ich machen sollt. Spieler-Audio. Ah, okay. Das ist das. Okay, passt. Ja, meine Freunde, dann sind wir eh wieder durch. Speichere die mal jetzt schnell an. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und das eine oder andere Kommentar. Dann bleibt mir eh nichts anderes zu sagen, als wir. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann du siehst, mein Video schaust, vergisst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität im Stadion ist gut, aber davor und danach sind wir doch alles wahre Sportsfreunde und wir können doch über alles reden. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, euer HB. Servus!